Es wird wohl eine der wichtigsten verkehrspolitischen Entscheidungen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Bis zum Sonntag dieser Woche, zum 1. November, können 210.000 Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, ob es in Wiesbaden eine Straßenbahn, die Citybahn, geben soll oder nicht. Ja, bei diesem Thema kochen auf beiden Seiten sowohl der Befürworter als auch der Gegner die Emotionen hoch. Aber wir wollen heute versuchen, möglichst sachlich darüber zu diskutieren. Aber schauen wir erst einmal auf Wiesbaden und die lange Geschichte mit den Straßenbahnen. Eine Straßenbahn in Wiesbaden. Eigentlich kein neues Thema, denn schon zu Kaisers Zeiten fuhr durch die Stadt eine Bahn, die nach und nach ausgebaut wurde. 1955 wurde die Bahn nach Kriegsschäden und hohen Sanierungskosten eingestellt. 2001 scheiterte ein Wiedereinführungsversuch einer Straßenbahn unter dem Namen Stadtbahn Wiesbaden. 2013 mussten die Straßenbahnliebhaber eine weitere Niederlage einstecken, denn auch das Projekt Wiebahn wurde abgelehnt. Seit 2016 verfolgt nun das Wiesbadener Verkehrsunternehmen SW das Projekt Citybahn. Mitte 2017 gründete sich die Bürgerinitiative Mitbestimmung Citybahn, um sich gegen eine Straßenbahn einzusetzen. 2018 folgte die Bürgerinitiative Bürger pro Citybahn, die sich für das Projekt einsetzt. Zwei Bürgerinitiativen sammelten unabhängig voneinander Unterschriften, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Eine dieser Bürgerinitiativen ist Busse statt Citybahn. Dieser Bürgerentscheid steht nun bevor. Ja, und bei mir zur Diskussion sind heute Fritz Fahner von der Bürgerinitiative Busse statt Citybahn. Guten Abend, ich grüße Sie. Und Matthias Luck von der Bürgerinitiative Pro Citybahn. Auch Ihnen einen guten Abend. Ich würde Sie beiden mal bitten, in einem ganz kurzen Statement, so 3-4 Sätze mal zusammenzufassen, was Ihre Position, was die Position Ihrer Bürgerinitiative zum Thema Citybahn ist. Und wir fangen mit Herrn Fahner an. Ja, guten Abend. Also unsere Bürgerinitiative heißt ja Busse statt Bahnen. Wir sind der Meinung, dass die Stadt Wiesbaden von ihrer Struktur her nicht geeignet ist für eine Straßenbahn. Außerdem ist ein Bussystem wesentlich schneller und wirtschaftlicher zu modernisieren, zu erweitern und auch zu verbessern in puncto auf Fahrpreise und dergleichen mehr. Das ist unser Hauptanliegen und wir möchten also auf diese Weise sehr schnell eine Lösung für Wiesbaden zustande bringen. Schon mal vielen Dank. Und dann an Herrn Lück, bitte. Als Vertreter der Bürgerinitiative Pro Citybahn sind wir der Meinung, dass die Einführung von einer Straßenbahn in Wiesbaden nicht nur sehr wünschenswert, sondern dringend notwendig ist, weil wir aus ökologischen, stadtgestalterischen und aus verkehrlichen Gründen dringend mehr Leute im ÖPNV befördern müssen. Und es geht unserer Meinung nach nur mit einer Straßenbahn. Mhm. Was uns bei der Recherche aufgefallen ist, dass eben nur Menschen in Wiesbaden abstimmen dürfen. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, es betrifft ja auch andere Regionen, also auch Menschen in anderen Regionen, warum aber nur die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener abstimmen dürfen. Hintergrund ist, dass in Rheinland-Pfalz, also auf der Mainzer Seite, Bürgerentscheide zu Themen nicht zugelassen sind, die ein Planfeststellungsverfahren beinhalten, also unter anderem den Bau von Infrastruktur, wo auch Straßenbahnen drunter fallen. Und auf hessischer Seite ist es so geregelt, dass man Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene abhalten kann, da die Citybahn im Taunusstein und Bad Schwalbach aber ein Projekt des Landkreises ist. Kann man da quasi, also es gibt keine Bürgerentscheide auf Landkreisebene und dann bleibt quasi nur noch die Kommune Wiesbaden, die Bürgerentscheide überhaupt abhalten darf. Vielen Dank für diese Erklärung, haben wir das auch mal verstanden. Ja, in der Diskussion heute Abend wollen wir auf 5 große Punkte schauen, die sowohl den Befürwortern als auch den Gegnern des Projektes wichtig sind. Wir waren dafür auch mit Mikrofon und Kamera auf den Straßen unterwegs und haben das Netz durchforstet nach Fragen und auch nach Kritik an diesem Projekt. Ihr könnt uns auf YouTube auch gerne eure Fragen und eure Meinungen zur Sendung und zum Thema schicken. Ein Punkt, über den viel gesprochen und viel diskutiert wird, ist die Streckenführung der geplanten Citybahn. Thema 1. Streckenführung. Die Citybahn soll die Städte Mainz, Wiesbaden und Bad Schwalbach verbinden. Sie soll in Mainz am Hauptbahnhof an das bestehende Straßenbahnnetz angegliedert werden und über die Theodor-Heuss-Brücke nach Mainz-Kastell fahren. Der weitere Verlauf durch Amöneburg und Biebrich führt in die Wiesbadener Stadtmitte und zum Hauptbahnhof. Die Bahn steuert dann die Hochschule Rhein-Main an und soll schließlich an das Netz der historischen Ahrtalbahn angeschlossen werden, um so nach Bad Schwalbach zu fahren.
Inwieweit weitere Stadtteile Wiesbadens erschlossen werden, ist unklar. Ein Ja zur Citybahn wäre auch ein Ja zu einer wichtigen Verbindung in unserer ganzen Region. Wiesbaden kann dabei Flagge zeigen. Es wäre unverzeihlich, wenn wir diese Chance nicht nutzen würden. Deshalb am 1. November mit einem Ja zur Citybahn abstimmen. Ist die Citybahn denn nun eine benötigte Verbindung? Kommt man im Moment nicht gut nach Wiesbaden, Bad Schwalbach oder Mainz? Ja, die Frage gebe ich weiter an Herrn Fahler. Kommt man denn aktuell nicht gut von Bad Schwalbach über Wiesbaden nach Mainz? Nein, wir hatten ja früher eine Bahnverbindung, so die Nassauische Touristikbahn bzw. Ahrtalbahn. Die wird einfach nicht und nicht aktiviert, obwohl es schon längst notwendig wäre. Wir haben rund um Wiesbaden sehr gute S-Bahn-Verbindungen. Auch eine Verbindung Mainz nach Wiesbaden braucht ca. 13 Minuten, während die Citybahn dafür 23 Minuten brauchen würde. Also das macht relativ wenig Sinn. Dann kommt dazu, dass die Citybahn einen Meter Spurweite haben soll. Das ist Unsinn, eine neue Bahnlinie zu bauen, wenn daneben eine Normalspurbahnlinie existiert, die man mit geringen Mitteln wieder reaktivieren kann. Zum anderen wäre dadurch die Möglichkeit gegeben, also von Dietz bis nach Mainz bzw. Frankfurt und Umgebung zu fahren und alles mit S-Bahn. Mhm. Aus diesem Grunde sehen wir also hier keine Notwendigkeit, eine Stadtbahn, das ist ja die Citybahn, einzuführen. Herr Lück, das klingt doch so, als ob man eigentlich relativ mobil ist von Bad Schwalbach bis Mainz. Also warum braucht es denn unbedingt eine Citybahn? Also relativ ist tatsächlich ja relativ. Die Anbindung von Bad Schwalbach und Taunusstein nach Wiesbaden, nach Mainz ist heute ja mit den Busverbindungen relativ dürftig. Was Herr Van heute gesagt hat, zur Verbindung zwischen Mainz und Wiesbaden hat er prinzipiell recht, wenn die Leute vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof wollen. Aber die Leute wollen ja nicht vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof, sondern die wollen ja von Innenstadt Wiesbaden oder von Biebrich oder vom Karl-Albert-Industriepark zu einem anderen Punkt in Mainz, wenn sie pendeln. Mhm. Und je nach Relation kann es eben schon sein, dass die Citybahn-Verbindung deutlich schneller ist. Es hat ja schließlich einen Grund, dass beispielsweise die Buslinie 6, die ja auch nichts anderes macht, außer Hauptbahnhof, Kastell und Hauptbahnhof verbinden, die stärkst ausgelastete Buslinie zwischen Mainz und Wiesbaden ist, die unterwegs ist. Also es geht bei der Citybahn nicht darum, irgendwie die S-Bahn zu ersetzen oder abzuschaffen, sondern darum, dass man so ein Mittelding zwischen S-Bahn und Bus eben schafft, mit einer leicht anderen Routenführung, dass man eben zum Beispiel, wenn man in Taunusstein wohnt und im Karl-Albert-Industriepark arbeitet oder man in Mainz wohnt und nach Biebrich oder Wiesbaden-Innenstadt will, nicht zweimal umsteigen muss, denn es ist sehr, sehr unattraktiv, sage ich aus eigener Erfahrung. Ich habe in Wiesbaden gewohnt, in Mainz studiert, unterwegs zweimal umzusteigen, wenn man immer nicht weiß, kommen die Busse pünktlich am Bahnhof an und wenn nicht, habe ich eine halbe Stunde am Bahnhof zu warten, bis der nächste Zug kommt. Mhm. Ja, dann müssen Sie eben das Bussystem verbessern. Die Verbesserung des Bussystems würde ja in Wiesbaden heißen, dass man konsequent deutlich mehr Busspuren braucht, was übrigens deutlich mehr Parkplätze und deutlich mehr Busse deutlich mehr Bäume kosten würde als das Straßenbahnsystem. Und wenn Sie auf Straßen wie der Bahnhofstraße in Wiesbaden heute schon 1300 Busse am Tag hoch und runter jagen, teilweise im Takt von unter einer Minute, dann ist irgendwann mal eine Grenze erreicht, wo man mehr Busse nicht reinkippen kann. Jetzt ist ja auch, Herr Fahler, ein Argument der Pro-Citybahn, dass die frei werdenden Busse dann genutzt werden könnten, dass man Ecken mobilitätstechnisch erschließt, die aktuell noch nicht erschlossen sind. Das müssten Sie doch eigentlich auch gut finden, dass die Leute in Wiesbaden mobiler werden, oder? Dazu brauchen wir mehr Buslinien. Wir brauchen auch nicht nur Radiallinien, sondern auch Tangentiallinien rund um die Stadt, um hier bessere Verbindungen zu schaffen. Wir können auch kleinere Busse einsetzen, um Innenstadtverkehr zu beleben. Also da gibt es Möglichkeiten noch und noch. Und man muss das Busfahren attraktiv machen. Im Moment kosten die Busse einfach zu viel. Eine Fahrkarte kostet 2,80 Euro. Also einmal hin und zurück in die Stadt ist 5,60 Euro. Mhm. Um das Geld kann ich auch in die Parkgarage fahren. Und zum anderen habe ich gehört, dass zum Beispiel die Buslinien 4 und 14 eingestellt werden sollen, wenn die Citybahn kommt. Dann frage ich mich, wie kommen dann die Leute nach Klarental, wollten Sie, glaube ich, sagen. Ja, Klarental, genau. Ja. Danke vielmals. Ja. Manchmal habe ich also da Wortfindungsstörungen, tut mir leid. Ja, aber das ist also wichtig. Ne? Ich kann von Klarental aus nicht mit der Citybahn fahren, beispielsweise. Aber wenn mir jetzt also der Bus 14 fehlt, komme ich da also auch nicht in die Stadt wieder.
Die 17 allenfalls, das ist einer der unpünktlichsten Busse, die wir in Wiesbaden überhaupt haben. Das heißt, Menschen werden abgehängt, abgeschnitten, so wie man das jetzt eben hört. Nein. Also natürlich wird, das ist die Kernaussage, da gebe ich ihm recht, dass die Buslinien 4 und 14 nicht weiter in der Form fahren werden wie heute, weil es eben keinen Sinn macht. Wenn ich parallel zu existierenden Buslinien eine Straßenbahn baue, die Buslinien exakt parallel dieselbe Strecke fahren zu lassen. Aber natürlich werden die Äste, die quasi von der Straßenbahn dann nicht mehr bedient werden, von anderen Buslinien dann bedient. Also es gibt ja schon durchaus Konzepte, wie man Klarental und Dotzheim, also abgesehen davon, dass die konkrete Routenführung durch Klarental und Dotzheim der Straßenbahn noch gar nicht feststeht, gibt es ja die Maßgabe, dass die Bushaltestellen, die heute existieren, weiter existieren und dann weiter verbunden werden. Vielleicht mit einer anderen Linie, die heißt dann vielleicht nicht mehr 4 oder 14. In Biebrich gibt es da ausgefeilte Diskussionen zu, dass man dann die 3 oder die 9 einsetzen kann, um zum Beispiel das Parkfeld anzuschließen. Also da werden keine Regionen abgehangen. Mhm. Was ich auch gelesen hatte, war, dass man die gesetzlichen Vorschriften, wie weit Haltestellen maximal auseinanderliegen dürfen, von 300 Metern, wie es aktuell war, auf 600 Meter erweitern will. Macht man es da nicht gerade für Ältere oder Menschen mit Behinderung sehr schwer, diese Stationen dann zu erreichen? Es wäre dann ein Argument, wenn die Bushaltestellen wegfallen würden, aber die können ja weiterhin zu den Bushaltestellen fahren, oder fahren nicht, aber laufen, zu denen sie heute auch laufen. Nur werden die dann eben nicht mehr, Beispiel Biebricher Allee, im 3- oder 4-Minuten-Takt bedient, sondern vielleicht nur noch im 10-Minuten-Takt, und dann können sie weiterhin in Busse steigen. Ja, durch große Projekte wie dieses mit der Citybahn kommt man nicht nur besser oder schlechter von A nach B, es wird sich auch im Stadtbild einiges verändern. Das Stadtbild. Das Stadtbild Wiesbadens wird sich durch eine Straßenbahn verändern. Damit Fördermittel vom Bund abgerufen werden können, muss die neue Bahn zu einem großen Teil abseits der bestehenden Straßen fahren. Allerdings wird es Ausnahmen geben. Brücke zum Beispiel sollen sich Autos und Straßenbahnen die Fahrbahn teilen. Ein Thema scheint die Bürger und Bürgerinnen aber besonders zu beschäftigen. Wiesbaden ist die Stadt der Alleen. Doch die Citybahn braucht ihren Platz. Bäume sollen gefällt werden. Doch welche werden es? Überall sieht man Plakate, die darauf hinweisen, dass genau dieser Baum gefällt wird. Andere sagen, es handelt sich dabei um gezielte Falschinformationen. Übrigens, nochmal für alle zum Mitschreiben, es werden keine Bäume gefällt werden für die Citybahn. Das ist ein allseits widerlegtes Märchen, das ihre Gegner verbreiten. Fakten statt Lügen. Ich lese immer Rasengleis. Hat sich einmal jemand die Rasengleise der Mainzelbahn angesehen? Wohl eher Steppe. Oder wird in Wiesbaden beregnet? Eine Bahn, die für den Umweltschutz fährt, aber das letzte Grün Wiesbadens verdrängt. Oder doch nicht? Gebe ich die Frage weiter an Herrn Lück. Wird die Citybahn das Grün und die Bäume aus Wiesbaden vertreiben? Nein. Also im Kommentar, der gerade vorgelesen wurde, wo es heißt, dass gar keine Bäume gefällt werden, das stimmt so auch nicht. Also es werden natürlich Bäume gefällt in einigen Bereichen, aber es sind bei weitem nicht die Anzahl an Bäumen, wie suggeriert wird, wie zum Beispiel durch diese Plakate an der Biebricher Allee, wo ja 200 Plakate hängen. Das Thema Bäume ist sehr emotional diskutiert. Wir haben deshalb vor ungefähr anderthalb Jahren mal uns die Mühe gemacht und jeden einzelnen Baum entlang der Strecke quasi auf eine Karte gebracht und dann diejenigen Bäume markiert anhand der Planungsunterlagen, die es wahrscheinlich trifft. Und es ist ein Bruchteil von dem, was diese Plakate und die durchaus auch bewusst in Umlauf gebrachten Falschmeldungen suggerieren. Ja, also auch die Busse Citybahn Bürgerinitiative spricht ja von tausenden Bäumen entlang der Trasse, so viel stehen da gar nicht, wie da gefällt werden sollen beispielsweise. Ja, dann habe ich mal eine technische Frage dazu. Wo wollen Sie denn die Haltestellen zum Beispiel auf der Biebricher Allee installieren? Wollen Sie die Bahn in der Mitte der Biebricher Allee fahren lassen oder an den Rändern? Naturgemäß müsste das an den Rändern sein, damit die Leute bequem aus- und einsteigen können und der Autoverkehr wenigstens in geringem Maße noch erhalten bleibt. Wenn Sie es aber in die Mitte verlegen, dann geht dann überhaupt nichts mehr, weil dann müssen Sie auch die entsprechenden Einsteigmöglichkeiten schaffen, damit die Leute eben barrierefrei in die Bahn reinkommen. Und wenn ich mir Ihre Bilder anschaue, mit denen Sie hier werben, dann frage ich mich, wie soll das gehen? Ein meterspuriger Bahnwagen hat etwa 2 Meter Breite, braucht also insgesamt nochmal rechts und links 50 Zentimeter. Wenn Sie also zweigleisig fahren, brauchen Sie insgesamt 5 Meter und auch 10 Meter, wenn Sie beide Bahnen da einführen. Ja, wo sollen die hin? Zum Beispiel hier, wenn ich auf der Rheinstraße das anschaue. Das ist unmöglich. Wenn Sie die Rheinstraße mit 10 Metern Bahn belegen, dann ist eine Hälfte der Rheinstraße weg.
Das Gleiche passiert auch auf der Biebricher Allee. Also das ist meiner Ansicht nach noch sehr, sehr unausgegoren und nicht sauber kommuniziert worden. Dann gibt es noch eine... Also sind es jetzt Fragen, auf die ich direkt antworten soll? Oder? Sehr gerne, okay. Bitte. Also ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, dann muss ich aber ein Kurier beschreiben. Stand ja auch, dass unter anderem geplant ist, auf der Touristikbahn die Citybahn laufen zu lassen und über die Dotzheimer Straße beispielsweise zu führen. Die Dotzheimer Straße ist noch viel, viel enger. Wie wollen Sie da mit zwei Gleisen oder zweigleisiger Strecke arbeiten? Das geht auf keinen Fall. Und das bringt mich zu dem Gedanken, wenn schon die Bahn reaktiviert würde, könnte man ja entsprechend Busbahnhöfe bei Bahnhöfen installieren, sodass die Leute durch kurze Wege umsteigen, sofort dorthin kommen, wo sie hinwollen. So, das war ein Haufen an Fragen. Vielleicht haben Sie sich ein, zwei gemerkt. Ja, also mich wundern die Fragen tatsächlich zur Haltestellenlage und wie die Gleise durch die Biebricher Allee laufen sollen, weil das Sachen sind, die schon seit 2 Jahren kommuniziert werden und einsehbar sind. Die Haltestellen Biebricher Allee, 3 Stück, 2 davon in der Mitte der Straße, 1 davon in der Mitte der Straße, 2 davon seitlich an den Bäumen. Straßenbahnen, wie sie in Wiesbaden geplant sind, werden 2,65 Meter breit sein auf Meterspur. Für beide Gleise brauche ich in Summe 6 Meter, ja, also 3 Meter pro Richtung. Straßenbahnen fahren ja Zentimeter genau per Definition. Also ich weiß nicht, wie sie auf diese 10 Meter kommen. Bei 10 Meter würde ich Ihnen recht geben, dass es nicht passt. Es sind aber keine 10 Meter, sondern 6. Und daraus, also damit fallen dann auch die Folgefragen irgendwie weg, weil 6 Meter passen sowohl in der Biebricher Allee als auch in der Rheinstraße hin, wenn man sich den Platz nimmt. Und die passen da auch hin, ohne dass es in irgendwelchen Punkten zu großflächigen Baum wegfallen oder vorausgesetzt, es ist Straßenbahn und nicht ein begrünter Bahnkörper. Nein, natürlich ist es ein begrünter Bahnkörper. Wir reden davon, dass eine Straßenbahn macht ja nur Sinn, wenn sie danach nicht im selben Stau steht wie die PKWs und Busse heute. Kann doch kein Auto fahren auf dem begrünten Bahnkörper. Das ist genau der Hintergrund. Deswegen steht die Straßenbahn ja nicht im Stau. Und das ist auch der Grund, warum der Gesetzgeber, der ja 90% dieses ganzen Vorhabens fördert, das als Vorgabe gemacht, weil mit eben nicht 500 Millionen Euro auf den Tisch legen für ein System, was danach genauso wenig kann wie vorher. Die muss ja unabhängig vom Stau fahren können, um attraktiv zu sein. Ja, sicherlich, aber unabhängig davon müssen auch die Autos dort fahren können, wo die Straßenbahn ist. Schauen Sie, andere Städte, andere, ist das ganz offensichtlich. Also in Mainz fährt auch 2/3 des Straßenbahnnetzes separat vom Autoverkehr. In Darmstadt das gleiche Spiel, in Frankfurt genauso. Also es gibt kein Straßenbahnsystem, was 100% auf Autostraßen fährt. Und schon gerade in Wiesbaden mit diesen enormen Staus, die wir haben, wäre das ja die schlechteste Idee, da noch ein Fahrzeug in den Stau zu stellen, weil es ja gar keine Leute anlocken würde, umzusteigen. Die Idee ist ja, dass man komfortabel und zuverlässig von A nach B kommt. Und das schaffe ich eben nicht, indem ich die Straßenbahn in den Stau auf den ersten Ring stelle. Na gut, aber dann müssen Sie auch noch mehr tun, um die Leute davon abzubringen, Auto zu fahren. Zum Beispiel die Förderung der Elektromobile. Da müssten Sie in der Stadt auch entsprechende Ladestationen installieren, damit die Leute also auch möglichst einfach ihre Autos wieder beladen können. Oder Sie müssen fördern, dass in Wohnanlagen, Wohngaragen und so weiter auch Ladestationen gebaut werden. Inwiefern kriege ich denn weniger Autos auf die Straße, wenn ich die von Verbrenner zu Elektroautos wechseln lasse? Dann haben Sie bessere Luft, die Sie auch... Aber das ändert ja das Verkehrsproblem nicht. Also es geht ja darum, dass wir zu viele Autos auf zu wenig Straßenraum haben. Und da, klar, wenn man die austauscht gegen Elektro, hat man weniger Emissionen und ein bisschen weniger Lärm, aber dadurch kriege ich nicht mehr Platz und mehr Verkehrsfluss hin. Eine Sache, die mir bei der Recherche aufgefallen ist, vielleicht können Sie mir da noch mal ein bisschen helfen. Ich habe gelesen, dass die ProCityBahn geschrieben hat, die Citybahn soll zur optischen Aufwertung von Stadtvierteln beitragen. Das macht mir bei der Vorstellung ein bisschen Mühe. Wie soll das klappen? Also die Idee ist erstmal, also abgesehen von dem Wechsel von einem massiven Autoverkehr, den wir in Wiesbaden haben, zu einem geringeren Autoverkehr und mehr ÖPNV, ist, und das machen Franzosen seit Jahrzehnten ziemlich gut vor, wenn sie Straßenbahnen bauen, wenn man das Ganze nicht als ich quetsche irgendwie eine Straßenbahn rein, wie es geht, versteht, sondern als Projekt, wo, wenn ich ohnehin schon die ganze Straße aufreiße, mir auch Gedanken machen kann, wie die danach besser aussehen kann, begreife und dann quasi links und rechts der Straßenbahn mir auch einen Kopf mache, kann ich damit das Stadtbild aufwerten. Ein berühmtes Beispiel in Wiesbaden ist die Ringkirche. Heute, ich nenne sie immer der evangelische Kreisverkehr, also umgeben von Hauptverkehrsstraßen aus allen Richtungen, soll mit der Citybahn verkehrsberuhigt werden. Das heißt, dass quasi der Durchgangsverkehr von dieser Kirche wegkommt.
Die Straßenbahn fährt dann durch so eine Art Fußgängerzone entlang dieser Kirche lang und auf der anderen Seite der Kirche bleibt dann quasi ein großer Platz übrig, den man dann optisch gestalten kann, Pflaster, Bäume, was auch immer, wo dann zum Beispiel auch ein Wochenmarkt oder Ähnliches stattfinden kann. Mhm. Herr Fahner, wir haben eben schon gehört, es sollen auch Rasengleise verwendet werden, grüne Gleise. Das könnte ja auch Flächen wieder entsiegeln. Was spricht denn da eigentlich dagegen? Nein, ich kann ja nicht mit Autos dort fahren. Ich will ja den Autos nicht restlos die Möglichkeit nehmen, durch Wiesbaden durchzufahren. Mhm. Und auf einem festen Bahnkörper, auch wenn er begrünt ist, können die eben nicht fahren. Und es ist auch schwierig, dort die Bahn zu queren. Ich frage mich immer, was ist denn so schwierig daran, unser Bussystem zu elektrifizieren beispielsweise? Wenn wir nach Salzburg schauen, eine Stadt so genauso groß wie Wiesbaden, die haben das perfekt gelöst und ist heutzutage das Mekka für alle, die O-Busse einführen wollen. Das könnten wir doch in Wiesbaden genauso gut machen, dann wesentlich weniger Investitionskosten als diese Citybahn und Straßenbahn, eine Kombination aus beiden. Und die Frage an Sie ist jetzt, wie viel der Citybahn muss denn jetzt auf einem festen Bahnkörper verlegt sein, damit der Bund überhaupt Zuschüsse gibt? Der Prozentsatz, der das festschreibt, ist am 1. März gestrichen worden aus dem Gesetz. Die Definition ist, muss überwiegend auf besonderem Bahnkörper fahren. Überwiegend? Überwiegend. Aber wir reden bei der Citybahn schon von 70, 80, 90% der Strecke, die getrennt vom Autoverkehr fahren sollen. Uns hat jetzt ein Kommentar online erreicht. Da wird gesagt, es müsste ja dann auch wahrscheinlich Ampelregelungen an den Haltestellen geben, weil Schienen nicht überfahren werden können. Also befürchtet der Nutzer hier, dass es zu mehr Stau kommt in Wiesbaden. Ist das nachvollziehbar? Ist das realistisch Ihrer Einschätzung nach? Ich glaube, man muss sich jetzt angucken, welche Haltestelle konkret er meint. Also es gibt Haltestellen, da sehe ich das Risiko ehrlich gesagt nicht. Weil beispielsweise in der Rheinstraße habe ich in der Mitte eine relativ große Art von Boulevard. Da komme ich heute schon hin, wenn da die Haltestelle liegt, kein Problem. In der Biebricher Allee, da ist es, hatten Sie vorhin auch angesprochen, wenn die Bahn in der Mitte fährt und daneben die Fahrspuren und daneben die Haltestelle ist, muss ich die Autos natürlich anhalten, damit die Leute darüber laufen können. Mhm. Ob es zu mehr Ampeln führt, sei mal dahingestellt, weil da stehen heute schon relativ viele Ampeln in der Biebricher Allee. Am zweiten Ring beispielsweise, das kann man ja super kombinieren. Also wie gesagt, es hängt so ein bisschen von der konkreten Haltestelle ab, wie das dann geregelt werden kann vor Ort. Mhm. Ja, aber wie wollen Sie die Haltestellen gestalten? Wir haben ja heute bei den Bussen ja auch schon die Probleme, dass wir die entsprechende Gehsteigkante anheben, damit man die Busse barrierefrei betreten kann. Wenn Sie das für die Citybahn machen, dann können Sie doch praktisch nur die Citybahn am Straßenrand fahren lassen, damit Sie dort die Haltestelle installieren und die Leute ungehindert außen einsteigen können. Also ich fühle mich bei der Diskussion immer so ein bisschen, als wenn die Leute hier in Wiesbaden noch nie eine Straßenbahn gesehen hätten und nie in einer anderen Stadt waren, weil genau das Szenario, was Sie schildern, ist in Städten wie Freiburg zum Beispiel gang und gäbe, dass zwischen der Straßenbahn und der Straßenbahnhaltestelle die Fahrbahn quasi 10, 20 Zentimeter nach oben geführt wird, 23 Zentimeter genau genommen, und da hinten wieder abgesenkt wird, damit eben Leute barrierefrei kreuzen können. Also für die Autos ist das quasi so eine Art Geschwindigkeitshuckel, ja, und es erlaubt eben trotzdem die barrierefreie Kreuzung. Und es ist in anderen Städten wie Freiburg, kann man sich super angucken, gang und gäbe. Ja, ich kenne Freiburg, aber was Sie da erzählen, dass Sie sprechen von Kreuzen. Ich spreche von Außen einsteigen. Sie müssen neben der Bahn, müssen Sie... Ja, das ist ja dann auf Fahrbahn, also die Fahrbahn ist ja dann auf Höhe der Straßenbahn. Und mit Kreuzen meine ich dann die Leute, die quasi über die Fahrbahn zur Haltestelle gehen. Ein weiterer Kommentar, der uns online erreicht hat, ist, bei 40 Grad im Sommer müssen auch diese grünen, diese Rasengleise bewässert werden, sonst verbrennen die und es ist nichts mehr vom Grün übrig. Ist das dann den Aufwand wirklich wert? Also müssen nicht, weil man kann sie auch einfach vertrocknen lassen. Auch vertrockneter Rasen, das vergessen viele, ist deutlich besser für das Mikroklima als Asphalt, ja, weil der sich nicht auf 50, 60 Grad aufheizt, weil da nicht Regen, der fällt, in der Kanalisation verschwindet, sondern versickern kann. Und man kann eben auch deutlich hitzeresistentere Pflanzen draufsetzen. Also Darmstadt experimentiert mit Sedumpflanzen. Die können deutlich mehr Trockenheit ab, beispielsweise als Gras. Die müssen auch nicht gemäht werden, weil die nicht größer werden als so. Und wenn man sich damit anfreunden kann, dass das Gras analog zu den anderen Grünflächen in der Stadt ja auch irgendwann bei Trockenheit irgendwann braun wird, kann man es auch einfach so lassen. Mhm. Oder man bewässert es halt. Das ist halt eine Kostenfrage, die muss die Stadt wissen, ob sie es machen. Aber so ein trockenes Rasengleis ist jetzt per se erstmal kein Kontraargument. Mhm. Herr Fahner, man hört von der Pro-City-Bahn, es sollen breitere Fußwege gebaut werden, mehr Fahrradwege gebaut werden in Wiesbaden. Droht da so ein bisschen Ihrer Ansicht nach eine autofreie Stadt, ein autofreies Zentrum von Wiesbaden?
Ich weiß nicht, wie man Wiesbaden autofrei machen kann. Wir haben ja im Moment ja schon enorme Aktivitäten in puncto Fahrradwege. Nicht immer gerade die glücklichste Lösung, aber sie sind wenigstens da und die Leute können damit fahren. Aber das Hauptproblem sehe ich heutzutage immer noch darin, dass wir einfach zu teuer sind. Überlegen Sie mal, für den Preis einer Monatskarte hier bekommen Sie in Wien eine Jahreskarte für die Stadtwerke. Ja? Das ist ja schon mal der große Unterschied. Sie müssen das Busfahren attraktiv machen, dass damit die Leute ihre Autos zu Hause lassen und lieber mit dem Bus fahren. Mhm. Aber heute kriege ich immer wieder zur Antwort, um das Geld, was der Bus kostet, kann ich auch in die Parkgarage fahren. Mhm. Also damit ist die Sache hinfällig. Sie kriegen die Leute nicht dazu, ihr Auto zu Hause zu lassen. Und das ist das Wesentliche dran. Das heißt, würden Sie dann auch so ein 365-Euro-Jahresticket unterstützen? Für den öffentlichen Nahverkehr? Ja, sicherlich. Ich habe selber eins. Ich fahre auch mit dem Bus. Mhm. Ich habe die Bushaltestelle sogar vor der Haustür. Also einfacher geht es nicht. Mein Auto steht in der Garage. Ich habe jetzt in 5 Jahren also gerade mal 40.000 Kilometer gefahren. Bevor man dann die Citybahn möglicherweise nutzen kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger sich dafür entscheiden, muss aber gebaut werden. Das heißt, es kommt erstmal eine etwas aufwendigere und wahrscheinlich auch länger dauernde Bauphase. Thema 3, die Bauphase. Damit eine Straßenbahn fährt, müssen Schienen gelegt werden. Solche Bauarbeiten können ganz schön lang dauern. Viele nehmen an, dass die Citybahn anstatt Verbesserungen im Verkehr erstmal viele Probleme verursacht. Und das, obwohl sie noch nicht fährt. Wollt ihr 800 Millionen ausgeben für Oberleitungen, hässliche Gleisbette im Jugendstilambiente? Wollt ihr jahrelang Baulärm und Staus für ein fragwürdiges Prestigeprojekt? Dann kreuzt einfach hier an. Die Organisatoren betonen, dass die Bauarbeiten auch für die Sanierung der Straßen genutzt werden können. Gleichzeitig könnten neue Radwege und Grünflächen angelegt werden. Außerdem sollen einzelne Streckenabschnitte nach ihrer Fertigstellung direkt in Betrieb genommen werden. So soll sich die Strecke nach und nach vervollständigen. Trotzdem bedeuten Baustellen Einschränkungen. Es wird befürchtet, dass Läden zu diesen Zeiten schlechter erreichbar sind oder dass keine Parkplätze mehr zur Verfügung stehen. Wie stark wird der Bau der Citybahn das Alltagsleben in Wiesbaden beeinträchtigen? Will man sowas in Kauf nehmen? Gebe ich die Frage weiter an Sie, Herr Fahner. Was denken Sie, wie stark wird diese Bauphase der Citybahn das Alltagsleben, die Geschäfte in der Innenstadt beeinträchtigen? Sehr, sehr stark. Wir werden mindestens 5-6 Jahre nur Baustelle in Wiesbaden haben. Denn es ist ja Folgendes zu bedenken. Ein einfacher Zug hat ungefähr 30 Tonnen Gewicht. Ja? Jetzt müssen Sie das entsprechend fundamentieren. Wenn Sie die Straße aufreißen, sind ja darunter Kanäle, Kabelbahnen und so weiter. Das muss ja auch alles dann im selben Zug saniert werden, verbessert werden, denn unser Rohrleitungsnetz ist ja schon ziemlich alt. Also brauchen wir hier noch zusätzliche Kosten und zusätzlichen Bauaufwand. Außerdem ist es besser, wenn wir schon die Straße aufgerissen haben, dass wir auch diese Arbeiten mit erledigen. Und daraus ergibt sich, dass wir erstens mal höhere Baukosten haben werden, die uns bis heute noch nicht genannt wurden, und dass wir also wesentlich längere Bauaktivitäten haben, die Stadt wieder lahmlegen. Denn während die Straße aufgerissen ist, fährt da niemand und kann auch niemand zu den Geschäften fahren, um sich irgendwas zu holen, sondern das ist dann alles Fußgängerarbeit. Und dann frage ich mich, wie wollen Teilstrecken aktiviert werden? Ich brauche ja am Ende wenigstens eine Gegenweiche, um wieder auf das Gegengleis für die Rückfahrt zu kommen. Und das nimmt auch wieder Platz weg. Mhm. Also für mich etwas unausgegoren, die ganze Sache. Herr Lück, die Frage an Sie. Was denken Sie, wie stark werden denn diese Bauaktivitäten das Alltagsleben beeinträchtigen und die Innenstadt, wie wir es eben gehört haben, lahmlegen nach einer Corona-Pandemie, die ja immer noch aktuell aktiv ist, wo ja die Städte auch schon quasi ausgestorben sind? Ja. Also es gibt, glaube ich, keinen Weg, um Baustellen schön zu reden. Die werden laut, die werden hässlich, die werden unangenehm, die werden Verkehrsumleitungen und Verkehrsbehinderungen mit sich ziehen. Für einige Zeit ja auch, wenn das Projekt so groß ist, wird es ja auch ein bisschen dauern. Genau, für einige Zeit. Also es wird ja auch durchaus eine Zeit dauern, bis eine Straßenbahn gebaut ist. Also die Mainzelbahn hat von Spatenstich bis in Betriebnahme so 3,5 Jahre, glaube ich, gebraucht.
Aber Sie haben es ja gerade selber schon gesagt, also das Leitungsnetz, was zum Beispiel unter den Straßenregeln saniert werden muss, das sind ja Netze, die früher oder später beispielsweise ohnehin saniert werden müssen. Also die sind früher oder später ohnehin kaputt. Also die Vorstellung, wir bauen keine Straßenbahn und haben dann keine Baustellen mehr auf unseren Straßen, ist ziemlich naiv, finde ich. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wenn, dann müssen wir also diese Rohrleitungen da unten auch entsprechend sanieren und verbessern. Genau, aber die Alternative zur Straßenbahn ist ja dann nicht, ich habe keine Baustellen mehr. Wissen Sie, was ich meine? Also in dem Moment, wo ich die Straßenbahn nicht baue und trotzdem alle halbe Jahre oder alle Jahre die Straße aufreißen muss, um irgendeinen Kanal zu sanieren, habe ich ja trotzdem Baustellen. Und es ist der Vorteil, wenn ich quasi einmal aufreiße und alles komplett mache, dann sind Wasserleitungen, Abwasser, Gas, Strom, Glasfaser, was auch immer, einmal durchsaniert und ich habe die nächsten 10, 15, 20 Jahre Ruhe in dieser Straße. Wenn Sie es einmal machen, ja. Weil in Ihren Aufstellungen bzw. Kalkulationen ist das nirgendwo ersichtlich. Doch, also die Kanalsanierung ist ja der teuerste Teil am Straßenbahnbau. Das einfach Gleis oben drauf klatschen ist das schnellste und einfachste, was geht in dem ganzen Konglomerat. Die Sanierung der Kanäle unten drunter ist das aufwendigste und teuerste in diesen ganzen Baukosten drin und die sind auch mit einkalkuliert. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir quasi auf Kosten des Bundes, also der Bund fördert es ja, also wir würden quasi das Wiesbadener Kanalnetz mit Bundesmitteln sanieren, was wir sonst komplett selber zahlen müssten in diesem Kontext. Naja, immerhin was. Aber dann fehlt es noch zum Beispiel auf der Biebricher Allee die Brücke über die Autobahn. Die ist nur 25 Tonnen belastbar. Ein Citybahnzug hat aber 30 Tonnen, ein Doppelzug 50 Tonnen. Müssen Sie die Brücke auch sanieren? Also diese Gewichtsbegrenzung ist mir gerade ehrlicherweise neu, die höre ich zum ersten Mal. Deswegen kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Aber wenn es eine bekannte Größe ist, dann ist sie natürlich auch eingeplant. Ja. Ist eine bekannte Größe, ja. Habe ich hier auch was. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es die Innenstadt vor allem treffen wird, eben, dass Leute draußen bleiben werden, dass das Innenstadtleben einfach nicht so lebendig ist, wie es auch noch vor Corona war. Werden denn auch Geschäftsleute in der Innenstadt in diese Planung mit einbezogen, weil die ja auch unter dieser Bauphase doch erheblich leiden werden? Kurze Antwort ja, lange Antwort ja. Dazu hat die Stadt Wiesbaden beispielsweise Anfang diesen Jahres zum Thema Baustellenmanagement eine Entschädigungsfonds beschlossen, dass quasi durch Baustellen betroffene Einzelhändler und Gewerbebetriebe, die dadurch Umsatzeinbußen haben, für diese Umsatzeinbußen auch entschädigt werden. Das ist in anderen Straßenbahnen, Baustellen, anderen Großbaustellen auch gang und gäbe. Und es gibt darüber hinaus, wir haben auf unserer Internetseite auch Beispiele zusammengetragen, eine ganze Menge anderer positiver Maßnahmen, die die Stadt einfach treffen kann. Indem sie zum Beispiel sagt, okay, dein Laden ist jetzt wahrscheinlich für ein halbes Jahr von der Baustelle betroffen, wir bieten dir in der ähnlichen Lage mietvergünstigt oder mietfrei in der Zeit eine andere Immobilie an. Oder wir unterstützen dich bei Marketingmaßnahmen oder solchen Geschichten. Also es ist im Prinzip berücksichtigt, diese Einzelhandels- und Gewerbeprobleme, so gut es eben geht bei einer Großbaustelle. Mhm. Ja. Also es wird trotzdem Einschränkungen geben und unangenehme Situationen. Aber die Frage ist ja, was die Alternative ist. Denn einfach zugucken bis nichts und nichts machen ist ja auch keine Variante. Also das ist ja sogar der Konsens unter allen Pro- und Kontra-Initiativen, dass wir ein Verkehrsproblem haben und irgendwas machen müssen. Ja? Eine der wenigen Konsensfelder, die wir, glaube ich, haben insgesamt. Aber die Frage ist ja, was ist die Alternative? Mhm. Naja, was wäre denn die Alternativplanung gewesen für die Citybahn? Wieso? Sie klingen jetzt so, als wäre die schon abgelehnt oder angenommen. Es ist ja noch ein offenes Spielfeld. Nein, ich bin Unternehmensberater. Ja. Ich bin gewohnt, für Projekte zumindest zwei Lösungen und dazu noch ein Fallback anzubieten. Also was passiert, wenn die Citybahn nicht gebaut wird? Ja, also was dann passieren wird, ist es ja, Sie haben den Mobilitätsleitbildprozess in Wiesbaden ja auch mitbekommen und waren ja auch dabei als Initiative. Plan B war die nächst bessere Variante und trotzdem deutlich schlechter als die Straßenbahn, ist ein sogenanntes BRT-System, also ein Ausbau des Busverkehrs, Bus Rapid Transit System. Da kann man dann drüber nachdenken, ob man zum Beispiel auch größere Busse einsetzt, Doppelgelenkbusse, um mehr Kapazität draufzubringen. Setzt aber voraus, dass ich durchgehende und baulich getrennte Busspuren habe, weil eine Busspur, wo alle 5 Meter nur mal einer kurz drauf parkt oder rüberläuft oder rüberradelt, taugen mir nichts mehr. Und in dem Moment, wo ich über große Strecken Busspuren bauen muss, habe ich die gleichen Baustellen wie bei der Straßenbahn auch für ein schlechteres Ergebnis. Ja, beim O-Bus brauchen Sie ja nicht. Der kann sich ja frei bewegen. Natürlich kann er sich frei bewegen, aber die Asphaltschicht ist trotzdem Quark für eine Busspur. Sie müssen, wenn Sie eine Busspur ordentlich bauen, eine Betondecke hinlegen, damit Sie eben nicht alle 3 Jahre die Asphaltdecke renovieren müssen. Und bei einer Betondecke haben Sie die gleichen Probleme. Sie müssen die Kanäle verlegen, Sie haben die Baustellen, Sie haben Kosten von 8 bis 10 Millionen Euro pro Kilometer und Sie haben danach ein Produkt, was weniger leisten kann als die Straßenbahn. Dann frage ich mich, wie die das in Salzburg gemacht haben. Die fahren auf Asphalt.
Ich war noch nicht in Salzburg, es kann sein, aber wenn Sie sich dann sollten Sie mal hinfahren und sich anschauen. Wenn Sie sich die BRT-Systeme weltweit angucken, dann sehen Sie Betonfahrbahnen. Das hat ja auch Gründe, dass Wiesbaden an vielen, vielen stark befahrenen Haltestellen und Straßenabschnitten heute schon Betonabschnitte hat, damit eben nicht nach einem Jahr so wellig aussehen, wie sie heute aussehen. Kann man sich im Hauptbahnhof vor der Post zum Beispiel angucken. Beispielsweise ist noch immer nicht saniert. Da gibt es auch am Hauptbahnhof, kann man sich vor der Post angucken, wie das dann nach 2 Jahren aussieht. Also es ist, wenn man es ordentlich macht und nicht alle 3 Jahre sanieren will, dann braucht man eine Betonfahrbahn und die kostet genauso viel Geld und die kostet genauso viele Baustellen. Und die kostet sogar mehr Platz als die Gleise. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit auch immer wieder so in einigen Punkten über das Geld gesprochen, dass es sehr teuer wird. Und das wird auch unser nächster großer Punkt werden. Denn solche großen Projekte verursachen wahrscheinlich auch große Kosten, oder? Thema 4. Die Kosten. Die Kosten der Citybahn sind umstritten. Laut Organisatoren laufen die gesamten Baukosten auf etwa 426 Millionen Euro hinaus. Der Wiesbadener Streckenabschnitt soll ungefähr 259 Millionen Euro kosten. Davon soll die Stadt 10% bezahlen. Der Rest wird finanziert von Fördermitteln des Bundes und des Landes Hessen. Im Netz lassen sich auch noch viele andere Zahlen finden, aber die Gesamtkosten tauchen nicht auf. 420 Millionen ist ja nicht das Ende. Weitere geplante Streckenführungen kommen ja noch hinzu. Dotzheim, Bierstadt, Schierstein. Also wird man sich dann da 1 Milliarde nähern? Was ist, wenn für diese Streckenführung kein Zuschuss von Land und Bund mehr zur Verfügung steht, da die Kassen nach Corona leer sein werden? Habe ich in der Diskussion etwas nicht verstanden oder beziehen sich die genannten Kosten immer nur auf den Bau der Citybahn? Was ist mit den Kosten für die Züge und den Betrieb der Citybahn? Wie hoch sind die Kosten und wer trägt sie? Die einen sagen Milliardengrab, andere sprechen von 2-stelligen Millionenbeträgen. Was ist zu optimistisch und was ist zu pessimistisch? Ja, ich gebe mal die Frage an Herrn Lück weiter. Wir haben es eben gehört, einen sagen Milliardengrab, die anderen sprechen von relativ niedrigen Millionenbeträgen. Viele verstehen auch nicht, was ist in diesen Kosten eigentlich mit drin. Sind da in Betriebnahme von Bahnen, sind die Kosten überhaupt für die Bahn an sich schon mit drin? Was können Sie uns da ein bisschen aufschlüsseln, was da eigentlich mit drin ist? Wir haben ja gesagt, 426 Millionen Euro Baukosten und mit den Baunebenkosten ungefähr 511 Millionen. Genau, also die 426 Millionen Euro Baukosten ist im Prinzip der gesamte Bau von Mainz über Wiesbaden bis Bad Schwalbach drin, also die knapp 40 Kilometer inklusive Straße aufmachen, Kanalleitungen sanieren, Straße wieder zumachen, Gleis drauf, Oberleitungen, Stromversorgung, Unterwerke. On top kommen nochmal ungefähr roundabout 20% Baunebenkosten, also dann sind Planungskosten zum Beispiel mit drin, die ja bisher auch schon angefallen sind. Und da obendrauf kämen dann noch die Anschaffungskosten für die Straßenbahnfahrzeuge. Man geht jetzt aktuell von 38 Fahrzeugen aus, die man für den Betrieb darauf braucht. Die kosten 3 Millionen roundabout pro Stück, also schlecht im Kopf rechnen, 124 Millionen ergibt es, glaube ich, die für die Fahrzeuge mal on top kommen. Und so ergibt sich dann eine Gesamtsumme an Geld. Die es kosten wird. Herr Fahner, gibt es das auch von Ihrer Initiative, wenn Sie sagen, wir bräuchten quasi mehr Busse? Haben Sie auch mal ungefähr durchgerechnet, wie viel das kosten würde, Ihre Initiative durchzusetzen? Nein, haben wir nicht. Dazu müsste man einen Streckenplan erstellen für auch neu zu schaffende Buslinien und dann eben festlegen, wie viele Busse wir denn überhaupt brauchen. Mhm. Und dann ist wieder die Frage Elektrobusse, die die Stadt ja bereits zumindest zum Teil gekauft hat oder kaufen wird. Oder ob es Oberleitungsbusse sind, da müssen wir wieder die Oberleitungen mitplanen. Also dazu kann ich Ihnen im Moment nichts Konkretes sagen. Ja. Herr Lück, man hört häufig von der Kontraseite, dass ja auch die Mainzelbahn deutlich teurer wurde als geplant. Ich habe gelesen, sie ist von 70 auf 90 Millionen Euro hochgegangen. Das sind ungefähr 30%. Wenn man das jetzt mal auf die gesamten Projektkosten für die Citybahn hochrechnet, dann wären das ungefähr 664 Millionen statt 511. Meinen Sie, das ist zu pessimistisch? Malt man da ein Worst-Case-Szenario oder kann das durchaus realistisch sein? Also ich bin selber kein Bauingenieur, deswegen kann ich jetzt nur eine qualifizierte Schätzung abgeben. Der Punkt bei der Mainzelbahn ist, dass man, abgesehen davon, dass beim Bau gepfuscht wurde und deswegen die Probleme mit den Vibrationen in der oberen Strecke vorgehalten sind, dass man für die Mainzelbahn auch Brücken bauen musste. Bei der Citybahn in Wiesbaden reden wir ja über keine Brückenneubauten zum Beispiel. Und ein großer Teil der 40 Kilometer, die auf der schon bestehenden Ahrtalbahntrasse zum Beispiel laufen werden, für die würde ja auch zum Beispiel gar keine Kanalsanierung im Untergrund anfallen, weil da liegen ja schon Gleise und da liegen folglich keine Kanäle drunter. Also ich halte die
plus 30% für zu pessimistisch. Wahrscheinlich werden es trotzdem plus 10, plus 20% sein. Das kann man nie ausschließen. Mit jedem Monat, mit jedem Jahr, was wir quasi warten, steigen auch die Baukosten beispielsweise. Wichtig ist aber, dass man im Prinzip unterm Strich einen größeren Nutzen davon zieht, als es kostet. Und es gibt in der ganzen Geschichte dieser Förderung von Straßenbahnsystemen in Deutschland, also in den letzten 30 Jahren, seitdem der Bund Straßenbahnprojekte fördert, keinen einzigen Fall, wo durch diese Kostenerhöhung die Kosten den Nutzen im Nachhinein übersteigen oder überstiegen gehabt haben. Sie haben auch noch keine Angaben gemacht über die Wartungskosten der Bahn. Da gibt es ja Sätze dafür. Wenn ich denke, dass heute ein Gabelstapler schon 10% Wartungskosten pro Jahr vom Anschaffungswert hat, dann kann ich mir vorstellen, dass ein... Also in der veröffentlichten NKU, die hat jetzt eine andere Streckenführung drin als die aktuell geplante, aber da sind die ÖPNV-Betriebskosten inklusive der Wartungskosten bereits berücksichtigt. Und da reden wir bei der aktuellen Streckenführung über Betriebskosten für diese Straßenbahn allein von 4 bis 5 Millionen Euro im Jahr. Und es ist übrigens ein Drittel von dem, was das RMCC selbst in guten Jahren an städtischen Zuschüssen bekommt in Wiesbaden. Und das Rhein-Main-Kongresszentrum für die Mainzer. Und wo werden Sie dann die Werkstätte haben für die Straßenbahn? In Mainz. Deswegen starten wir in Mainz mit dem Projekt, deswegen überhaupt ja diese Verbindung zwischen beiden Städten. Die Idee ist ja, dass wir das Mainzer Straßenbahnnetz erweitern und dafür erstmal im ersten Schritt keine eigene Werkstatt brauchen. Weil Mainz weiß, wie es geht, Mainz hat eine Werkstatt, Mainz hat Personal, Mainz weiß, wie man Straßenbahnfahrer ausbildet. Und die bezahlen das auch? Nö, das bezahlt dann, die Citybahn GmbH ist ja ein Joint Venture zwischen Mainz, Wiesbaden und Rhein-Rhein-Taunus-Kreis und entsprechend werden die Kosten aufgeschlüsselt. Also die Mainzer werden natürlich über diese die Citybahn GmbH in irgendeiner Weise die Instandhaltung verrechnen. Die machen es ja nicht aus Nächstenliebe oder sowas. Aber es ist trotzdem ja sinnvoll, eine Werkstatt, die noch ein bisschen mehr kann, zu nutzen, als eine ganz eigene Werkstatt drüben zu bauen, die dann nur zur Hälfte ausgelastet ist. Naja, sicherlich. Aber das bringt mich nochmal zurück auf die Brücke. Was ist denn mit der Theodor-Heuss-Brücke? Ist denn die in der Lage, eine Citybahn auszuhalten oder muss die auch verstärkt werden? Ich beziehe mich da mal auf die Aussagen von dem Ingenieursbüro, was die Theodor-Heuss-Brücke seit 20 Jahren ungefähr begleitet. Die muss verstärkt werden, also da müssen Nieten gegen Bolzen getauscht werden und da müssen Bleche rangeschweißt werden. Das ist mit einkalkuliert in den Baukosten. Unterm Strich sind es verglichen mit vorherigen Baumaßnahmen an der Theodor-Heuss-Brücke aber kleinere Maßnahmen, die vor allen Dingen auch im fließenden Verkehr stattfinden können, weil es quasi diese Bögen unter der Brücke betrifft. Also ja, die kann ja drüber fahren. Eine Straßenbahn ist ja auch schon mal drüber gefahren über die Heuss-Brücke, das darf man nicht vergessen. Ja gut, das war eine wesentlich leichtere Bahn. Deswegen muss die Brücke auch verstärkt werden, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie einen Brückenneubau oder zusätzliche Pfeiler oder sowas brauchen, sondern wir reden da über Bolzen tauschen und wir reden über Bleche. Da kann man sich im Internet auch im Detail angucken, dass man da, also wo genau, was genau rangeschweißt werden muss, damit das passt. Nun sagt Ihre Gegenseite, dass man ja Busse schneller an neuen technischen Fortschritt anpassen kann und man sich quasi mit einer Bahn eine Technologie für Jahre oder sogar Jahrzehnte ans Bein bindet. Warum macht man das dann? An was für Technologien haben Sie denn gedacht, wenn Sie sagen, wir brauchen jetzt Busse und können die dann durch neuere Technologien austauschen? Ich meine, bei Bussen gibt es ja neuere Antriebe, auch vielleicht welche, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Und die Bahn wird ja erstmal wahrscheinlich so bleiben, wie sie ist. Ja, so ein Straßenbahnfahrzeug lebt ja deutlich länger als ein Bus. Das ist ja einer der Vorteile. So ein Straßenbahn können 30 Jahre im Einsatz sein. Busse sind meistens nach 10 Jahren schon durch. Also wenn jetzt in 5 Jahren ein vollkommen überraschender, bis dato nicht dagewesener Antrieb um die Ecke käme, hält mir natürlich erstmal die Straßenbahn, die weiter fährt. Aber ich frage mich halt, was das sein soll. Also man kann darüber nachdenken, ob man... Nee, also mir fällt am besten nicht ein, was das zum Beispiel sein wird. Da brauche ich mal ein Straßenbahnnetz geplant? Oder? Ja. Bis jetzt höre ich nur mal von einer Citybahn und mehr nicht. Wir haben aber neue Stadtviertel, die gebaut werden in Wiesbaden. Und die müssen ja auch irgendwie angeschlossen werden. Wir brauchen ja auch eine Ringverbindung, um einen vernünftigen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Was ist denn da geplant? Gibt es ein Langzeitkonzept? Ja, seit ist im Verkehrsentwicklungsplan Wiesbaden-Rheingau-Taunus-Kreis seit 2015 einsehbar, dass es langfristig ein Netz geben soll. Da sind auch Streckenvorschläge schon drin. Anfang letzter Woche wurde schon mal eine Vorstudie zu einer zweiten möglichen Strecke von Wiesbaden Hauptbahnhof über Erbenheim übers Ostfeld nach Kastell vorgestellt. Also ja, natürlich ist langfristig die Planung, ein Netz zu bauen. Wir reden hier aber im ersten Schritt über die erste Linie. Und jedes Netz fängt ja mit einer Linie an. Ja, und wir schauen jetzt nochmal, warum man überhaupt mal auf die Idee mit dieser Citybahn kam, wo das eigentlich herkam. Thema 5. Die Effizienz.
Der Grund für den Bau der Citybahn sind die Verkehrsprobleme Wiesbadens. Die Citybahn ist das Ergebnis des Mobilitätsleitbilds und wurde von Wiesbaden gemeinsam mit unabhängigen Verkehrsexperten als beste Lösung für die Probleme herausgefiltert. Derzeit sind Busse das öffentliche Verkehrsmittel. SW Verkehr betreibt 43 Buslinien und fuhr 2019 über 61 Millionen Personen durch die Gegend. Eine Citybahn soll mit doppelten Waggons fahren und so fast 7 Standardbusse ersetzen. Viele sagen, die Busse verstopfen die Straßen und seien mitverantwortlich für die Verkehrsprobleme. Andere setzen auf Busse, um die Probleme zu lösen. Der Busverkehr wird entlastet und kann seiner Hauptaufgabe nachgehen: flexibel die Vororte erschließen. Übrigens, weil es ja mal heißt, die Wiesbadener Busse sind voll, das ist ein voller Bus. Doch warum eine Straßenbahn? Geht es nicht auch anders? Frage an Herrn Lück. Warum eine Straßenbahn? Geht es nicht auch anders? Es geht anders. Es ist nur, die Straßenbahn ist unter der Menge an verschiedenen Alternativen unserer Sicht und auch aus Sicht der Experten und des Mobilitätsentwicklungsprozesses die beste Variante. Also wenn ich mehr Menschen im ÖPNV haben will, als ich heute in Wiesbaden habe, muss ich mir mehr einfallen lassen als das, was heute da ist. Und dann sind die Möglichkeiten an öffentlichen Nahverkehrsmitteln sind ja endlich. Da gibt es ja, kann man ja nicht beliebig viele Varianten spielen. Da gibt's dann, kann man über eine Straßenbahn nachdenken, man kann über das BRT-System nachdenken, man kann über Seilbahnen nachdenken, man kann über U-Bahnen nachdenken und dann wird die Luft irgendwann dünn. Und aus all diesen Varianten ist eben die Straßenbahn das Mittel mit dem größten Nutzen verglichen mit den Kosten. Ja, das ist theoretisch alles richtig, aber ich muss auch die Stadt dafür haben, wo das reinpasst. Wir können keine U-Bahn bauen, einfach wegen unserer Wasserquellen beispielsweise. Ja, da bin ich ja bei Ihnen, dass wir keine U-Bahn bauen wollen, deswegen wollen wir die Straßenbahn. Ja. Ja, aber diese eine Straßenbahnlinie versorgt ja nur Klarental mit Abstrichen und ein Stück weiter die Hochschule Rhein-Main und dann vielleicht auch noch ein Stückchen weiter in die Landschaft hinein. Aber wenn wir jetzt die Vorstädte anbinden wollen, dann brauchen wir ja ein Straßenbahnnetz, so wie wir es ja schon mal hatten. Ja. Nur das hatte damals 750 mm Spurweite und waren wesentlich kleinere Waggons. Ja. Und die konnten auch leichter die Kurven fahren. Auch haben wir heute also Straßenbahnwagen, die in der Lage wären, auch die Bierstädter Straße mühelos zu bewältigen, was ja damals nicht unbedingt der Fall war. Ja. Also plädieren Sie gerade für ein Straßenbahnnetz in Wiesbaden? Ich bin so ein bisschen irritiert. Nein, ich will da nur auf Ihr Argument eingehen. Ja. Wenn ich schon mit der Straßenbahn eine Stadt wirklich auf allen Richtungen erreichen will, dann brauche ich ein Stadtnetz von Straßenbahnen. Ja. Und das können wir mit dieser Art Citybahn mit Meterspur nicht unbedingt machen. Das ist jetzt eine Behauptung, die Sie in den Raum stellen, die so fachlich aber nicht stimmt. Warum sollte man das mit einer Meterspurstraßenbahn nicht können? Mainz kann das auch. Ja, Mainz, aber schauen Sie mal, wo diese Straßenbahn fährt. Ja. Die einzige Engstelle ist die Gaugasse. Ja. Die jemals steilste Strecke Europas. Sonst haben Sie schöne, breite Straßen. Und schauen Sie in andere Städte, beispielsweise Straßburg, da haben Sie das gleiche Problem. Oder Mannheim, wunderbare, breite, schöne Ausfallstraßen, wo die Straßenbahn auf einem eigenen Gleiskörper ungehindert fahren kann. Haben wir aber hier in Wiesbaden nicht. Wir haben lauter enge Gassen, enge Straßen. Also ich würde jetzt die Rheinstraße mit ihren 40 Metern Breite nicht unbedingt als eng bezeichnen. Ja, na gut, da stehen ja Bäume drauf. Ne? Ja. Und das Bild, das Sie da veröffentlicht haben über die Rheinstraße, da gehen zwei Gleise auf der einen Seite und dann sollen da noch Autos fahren. Ja, also diese Visualisierung entspricht den Planungsständen, die kann man sich angucken. Da ist dann auch zentimetergenau abgetragen, wie der Straßenraum aussehen soll. Insofern weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll. Es ist halt eine Visualisierung des Planungsstandes, wo die Bäume und die Fahrspuren und die Häuser und die Fußwege abgemessen eingezeichnet sind. Uns erreicht noch ein Kommentar aus dem Netz. Da wird gesprochen von induktionsgeführten Bahnen. Da wird auf die Straße etwas aufgemalt, so schreibt es der Nutzer, und das kann dann verändert werden. Herr Lück, können Sie vielleicht dazu was sagen? Wäre das noch für die Bahn eine Alternative, induktionsgeführte Bahnen? Also ich muss ja jetzt raten, was genau er meint. Ich glaube, es läuft auf diese chinesischen Gummistraßenbahnen hinaus. Nein, die induktionsgeführten oder Automatic Guided Vehicles, wie sie auch heißen, werden in der Industrie für Lagerwesen und dergleichen verwendet. Da liegt ein Kabel in der Bahn
etwa 10 cm unter der Oberfläche und sendet Impulse aus. Mhm. Und das Fahrzeug hat einen Fühler, der das abfühlt und Befehle erhält und fährt da dementsprechend. Das ist aber kompliziert zu machen, vor allem wenn Hindernisse zu umgehen sind. Das würde ich also in keinem Fall befürworten für eine Straßenbahnlösung. Denn wie wollen Sie das machen? Da haben Sie dasselbe Problem, dass die Straße abgefahren wird, dass die Kabeln verletzt werden durch Gewicht und dergleichen mehr. Und dann ist noch immer nicht die Sicherheit gegeben, dass diese Fahrzeuge, die ja führerlos sind, auch entsprechend reagieren, wenn ein Mensch zum Beispiel in den Weg kommt. Das haben sie im Lagerwesen, da fahren die also mit ein paar Meter pro Sekunde und können unmittelbar stoppen, haben also einen Sensor, der das macht. Aber das kann man nicht in einem öffentlichen Verkehrsmittel machen. Genau, also im Prinzip ist der Vorschlag ja ein Spurbussystem, ob diese Spurführung jetzt induktiv oder durch mechanische Barrieren oder durch Schiene. Haben wir auch nie vorgeschlagen. Ist das auch kein Vorwurf an Sie? Der Vorschlag kommt ja aus dem Internet. Kam jetzt von einem Nutzer. Er läuft auf ein Spurbussystem hinaus. Das hat halt die gleichen Vor- und Nachteile wie, also nicht die gleichen Vor- und Nachteile, aber es hat halt auch Vor- und Nachteile. Er hat gerade einen Nachteil schon sehr gut geschildert. Also es ist die Frage, wie ich ein automatisch fahrendes Spurbussystem in die Stadt integrieren kann. Sind viel zu langsam, diese Fahrzeuge. Nun wird gesagt, Herr Ferner, durch die Citybahn könnten laut Berechnungen 13.000 Pkw-Fahrten pro Tag wegfallen. Was spricht denn da eigentlich dagegen, auch zuliebe der Umwelt? Nichts dagegen zu sagen, ja, wenn das stimmt. Sie sagen, das stimmt? Ich stütze mich da auf die NKU. Ich habe es ja nicht selber berechnet. Yeah. Aber ich gehe davon aus, dass die Firmen, die das seit Jahrzehnten professionell machen, auch professionell machen. Ja, die Citybahn also für Wiesbaden ist ein heiß diskutiertes Thema. Wir haben heute Abend festgestellt, dass beide Seiten hörbare Argumente haben, aber am Ende entscheiden Sie am Sonntag in dieser Woche, am 1. November, ob die Citybahn gebaut werden soll oder nicht. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen für die Diskussion heute Abend. Schön, dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Langsam. Ich möchte hören, was passiert, wenn über Bürgerentscheid die Bahn nicht gebaut werden soll. Müsste die Antwort nicht von Ihnen kommen, wenn Sie die Bahn nicht wollen? Also Sie müssen ja eine Alternative oder eine Idee haben oder einen Plan B, wenn Sie den Plan A ablehnen. Ja, sage ich ja, Elektro-O-Busse. Busse statt Bahnen, das ist unser Hauptanliegen. Ja. Aber ich möchte jetzt wissen, was macht die Stadt Wiesbaden, wenn der Bürgerentscheid negativ ausgeht und die Bahn nicht gebaut werden kann? Machen wir es dann wie in Stuttgart 21, den Bürgerentscheid umgehen und trotzdem bauen? Also ich kann Ihnen nur sagen, dass der Bürgerentscheid 3 Jahre bindend ist. Ich kann aber nicht für die Stadt sprechen. Also ich bin ja privater Mensch, der in einer privaten Initiative hier gerade sitzt. Also natürlich müssen wir darüber diskutieren, was wir alternativ machen als Stadt. Ja? Und das wird auf deutlich unangenehmere Maßnahmen hinauslaufen, als die Straßenbahn es darstellt. Naja. Das stellt Sie wahrscheinlich nicht zufrieden, diese Antwort jetzt, aber wir können leider halt die Stadt aktuell nicht dazu befragen. Ich möchte gerne eine Fallback-Solution haben, wie man das in Unternehmensbegreisen, Beraterkreisen so hat. Was mache ich denn dann, wenn es wirklich nicht geht? Mhm. Und da muss ich auch noch mal für einen Plan haben. Und wenn wir zum Beispiel eine Projektplanung offerieren, dann offerieren wir zumindest 2 Lösungen, 2 Alternativen und einen Fallback-Plan. Das Ganze unterlegt noch mit finanziellen Bewertungen, mit Kapitalflussrechnung, Vorsteuer, Nachsteuer, um zu zeigen dem Auftraggeber, was er zu erwarten hat. Und das hätte ich auch gern von der Stadt Wiesbaden gehört. Gab es im Mobilitätsleitbildprozess genau diese Untersuchung? Deswegen, es gab es im Rahmen dieses Mobilitätsleitbildprozesses genau diese Untersuchung. Deswegen konnte man ja sagen, die Straßenbahn ist unterm Strich besser als ein Bussystem, besser als eine Seilbahn. Also die haben ja schon stattgefunden. Gut, aber ich glaube, Ihr Punkt kam an und vielleicht nimmt sich die Stadt das auch noch mal zu Herzen. Und ich danke Ihnen jetzt noch mal ganz offiziell für Ihr Interesse an dem Thema und an dieser Sendung. Bleiben Sie dem offenen Kanal als Zuschauerinnen und Zuschauer in Zukunft auch treu. In dieser Zeit wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit. Bis bald, machen Sie es gut. Tschüss. Ja, wir bedanken uns auch für Ihre Zeit.